So, hallo ihr Lieben, heute haben wir ein neues Interview wieder für euch von der Reihe Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna, diesmal mit Gerry Hüttemann, dem Sprecher von Kater Maurizio. Hallo Gerry, Hallo Marcel. stell dich doch gerne mal vor. Also ich bin Gary und ich bin der Kater Maurizio. Ein schönes Miau an alle Zuschauer oder Zuhörer. Beschreib doch mal deine Rolle. Also der Kater Maurizio, also am Anfang war er noch eher unscheinbar. Ja, und dann, als es dann weiterging, hat man rausgekriegt, dass er ja Runzias Kater ist, die ihn aber anscheinend nicht sehr gut behandelt. Juna dagegen aber schon. Ja, und ich finde, der kann frech sein, aber wenn er will, hat er das Herz am rechten Fleck, würde ich sagen. Wie bist du zu deiner Rolle gekommen? Wie ich dazu gekommen bin, ganz einfach. Ich habe mich beworben, habe eine Stimme präsentiert und ja, habe dann die Rolle bekommen. Was würdest du an deiner Rolle ändern bzw. ändern lassen? Also, der macht da ja jetzt schon eine Wandlung durch. Also, erst war er Runzias Kater und dann ist er jetzt zu Junas Kater geworden. Ja, also ändern würde ich da jetzt so nichts. Hast du dich schon mal mit dem Thema Zauberer oder Hexen auseinandergesetzt? Na klar, Harry Potter zum Beispiel oder was gibt's da noch? Da gab's mal so eine Serie, die ist aber schon länger her. Charmed hieß die. Oder Bibi Blocksberg ist auch für viele ein Begriff. Und ach ja, genau. Apropos Hexen und Zauberer, da kam vor kurzem zwei neue Hörspiele, es sind jetzt drei Folgen. Airport Cats, da bin ich der Zauberer Rumbold. Und der zweite Teil, Teil 2, das Amulett von Atlantis, ist in zwei Teile gespalten worden. Und den ersten Teil kriegt man jetzt schon bei Spotify, YouTube zu hören oder bei dem Knaben Sven Kläschen käuflich zu erwerben. Ja, und da ist noch was. Da ist noch so eine andere Rolle. Zappalotti, ein kleiner Zauberer aus den Bilderbuchgeschichten Wolke Ananas vom Oliver Stick. Und der heißt auf YouTube Hörspiel-Knalltüte. Wer weiß, vielleicht ist hier oder da der der Link zu seinem YouTube-Kanal. Ja. Wie würdest du die Abenteuer der kleinen Hexe Juna beschreiben in drei Worten? Spannend, abenteuerreich und sehr viel Abwechslung. Möchtest du noch etwas in die Kamera sagen, was du noch in keine andere Kamera gesagt hast? Da das mein erstes Interview ist, weiß ich nicht, was ich noch nie in der Kamera gesagt habe, außer bleibt schön gesund, macht das Beste aus der Situation. Fertig. Danke, Gary.